Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Es steht der 28. Spieltag an, wie wir sehen in der Tabelle. Haben wir ein gutes Punktepolster vor den Bayern und auch Gladbach spielt eine super Saison. Ist aber eine Staffel mit Leverkusen und Leipzig, da geht es wirklich noch um die Champions League Plätze. Wir selber, alles ist im Flow, wie wir sehen, wir sind weiter auf der Siegerstraße und auch unsere Managerpunkte mit 90 sind wir also völlig innerhalb der Erwartungen. Jetzt geht's gegen Berlin. Aber vorher kommen noch massig Nachrichten rein. Wer ist denn Onozikawa? Linkes Mittelfeld. Oh, den können wir aber mal in der Tat hier mal uns anschauen. 19 Jahre, Bushiri. Einfach mal Talente, mal gucken. Atakai, Carlos Cuesta. Ein Dicker, also dachte nur eine 64, dachte das. Alakouche. Daniel Bauer, Regan Poole, Nero, naja. So richtig die Stars nicht dabei. Ich lösche mal die Scheiße hier raus. Wie gesagt, ich bin mir immer noch uneins, wie weit ich hier mit diesem Team im Prinzip dann spielen werde. Eigentlich bisher immer hat es so ganz gut geklappt. So mit zwei Seasons, das heißt, wir haben uns eigentlich in dieser Saison eigentlich auch schon viel erspielt. Langkamp fällt 8 Wochen auf. Okay. Transferangebot für Zlatko. Zlatko Junuzovic. Der sowieso auch im Real Life Werder Bremen verlässt. Hat hier ein Angebot von Schalke. Na gut, wir nehmen es mal an. Ist ja immer noch die Frage, ob er sich dann letztendlich mit Schalke einig wird. Aber wir müssen seine Position sowieso im Prinzip im Real Life neu besetzen und hier spielt er im Grunde auch schon keine so große Rolle mehr. So, Nationaltrainer-Offerte von Bolivien. Wisst ihr auf den Schlag einen richtig guten bolivianischen Nationalspieler? Ich jetzt irgendwie nicht so. So, Heimspiel gegen Berlin. So, dann werden wir auf jeden Fall mal mit unserem grünen Trikot auflaufen. Das passt soweit alles. So, wer ist platt? Horta ist platt, Delaney ist platt. Dann würde ich jetzt mal Christiansen für Delaney spielen. Barco ist platt, dafür darf dann Kainz auf jeden Fall rein. Wen haben wir hier noch mit? Ich nehme mal Tabla mit für Barco. Sarenren Basé muss auf jeden Fall auch mit. ZM, wen haben wir noch? ZM. ZM haben wir so jetzt keinen, aber dann nehmen wir mal Cabrera nehmen wir mal mit. Entschuldigung, musste mal einmal husten. So, Palencia ist platt, der kriegt auch mal eben eine Pause, dafür darf dann Cucurella spielen. Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir es erstmal so bei dieser Aufstellung. Und es geht aufs Spiel. So, da kann ich nochmal die Stimme ölen, weil irgendwie merke ich, bin ich noch ein bisschen husterig. Wichtig ist, extrem eklig und laut trinken in dem Let's Play. So. Ludwig Austinsson und jetzt geht's los. So, Spieltag 28. Vielleicht sehen wir was über die Tabellensituation von Hertha. Unter den Top 8 oder so waren sie auf jeden Fall jetzt nicht. Aber es dauert mir jetzt auch zu lang. Das dürfte Lüdde sein. Oder ist es Ingwarzen? Mal sehen, ob er wieder trifft. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Abseitsfalle rein und hoher Druck. Stark. Darida. Schellbrett. Frieder. Oh, die Hertaner laufen jetzt erstmal durch. Da ist Selke, der ehemalige Bremer. Und Cucurella macht das super. Aber erstmal gleich wieder Ballverlust. Correa. Horta. Schön. Auf Correa, der kann gehen. Und bringt auch die Flanke rein. Aber die wird nicht verwertet. Oh, faul. Faul von Horta, das wird ja wohl keine gelbe Karte geben, ne? Nein. Alles gut soweit. Danilo haut den Ball nach vorne. Christiansen hat aufgepasst. Und wieder Correa.
Und schafft das? Nein. Stark haut den Ball erstmal sicherheitshalber nach vorne. Kruse. Horta mit der Flanke. Und Kappa rechnet gerade noch mal eben mit dieser Flanke und kann sie mit dem Kopf im Prinzip dann zur Ecke ablenken. So, jetzt kommt wieder meine Taktik. Schön einen Abwehrspieler rausziehen. Ja, verdammt. Und das gibt Einwurf für Hertha, das habe ich aber anders gesehen. Stark. Auf Stocker. Selke. Der natürlich hochmotiviert ist hier gegen seinen alten Teamkollegen. Keins. Wieder. Auf Ingwarzen. Ingwarzen prüft Jahrstein. Und das war eine tolle Parade vom Schlussmann, der Herr Tana. Erste Riesenchance in diesem Spiel für unseren Goalgetter. Guter Schuss. Und da kann Jahrstein gerade noch mal so die Hand hinhalten. Correa bringt die Ecke rein. Kruse. Und was war das denn für ein Pass? Eder. Eggestein läuft an. Und jetzt Horta! Horta! Endlich trifft auch wieder mal unser 16-Millionen-Einkauf. In der Winterpause gekommen. Seitdem Stammspieler. An vielen guten Aktionen beteiligt. Und heute sogar ein Tor, das 1:0 in diesem Spiel. Hier sehen wir es nochmal. Schöner Doppelpass. Und noch Ingwarzen sieht hier den Laufweg von André Horta aus. Und keine Chance für Jahrstein. No chance. 1:0. Sein drittes Bundesliga-Tor. Also wirklich ein sehr guter Transfer. Kann ich Werder nur im Real Life empfehlen, diesen Spiel auch zu holen. Aber das wird wohl an der Transfersumme scheitern. Stocker. Ich frage mich ja immer, ob so Bundesliga-Scouts sich auch so ein bisschen an diesen FIFA-Rankings von so Spielern so beeinflussen lassen. Ja. Keins. Oh, faul. Oh, Darida scheint verletzt. Also ich meine jetzt, ob wenn jetzt ein Spieler irgendwie bei FIFA so ein aufstrebendes Talent oder sowas. Ich meine, vielleicht kommen diese ganzen Einschätzungen auch von irgendwelchen professionellen Scouts. Aber manchmal denke ich mir so bei manchen Transfers, boah ey, der Spieler war bei FIFA richtig gut. Richtig geil. Und jetzt Keins haut den Ball unglücklicherweise komplett daneben. Da war mehr drin. Hier sehen wir nochmal das Tor von Horta. Zur Führung in diesem Spiel. So, Hertha muss jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr kommen. Also so zuletzt haben wir nicht mehr so viel gesehen, aber die Anfangsphase deutlich besser. Jetzt vielleicht über Blas. Ja, durch Selke. Gegen Cucurella, Cucurella. Schafft es hier zumindest zu stören. Selke immer noch im Ballbesitz. Danilo. Selke. Und gut gerettet. Schön. Auf Correa. Das war kein guter Pass. Aber Ingwarzen wäre vielleicht sogar noch dran gekommen. Blas. Stocker. Cucurella gegen Blas. Cucurella mit seiner Schnelligkeit. Schafft es auch hier wieder, den Ball abzudrängen. Aber da gibt es ein Foulspiel. Und somit eine gute Situation für die Hertana. Eder. Und wieder Cucurella.
Oh, was war das für ein Zuspiel, ey? Und jetzt Christiansen, unser ZDM. Heute mal Ersatz für Thomas Delaney. Auch hier ein guter Laufweg. Und dann zieht er ab, macht eins seiner sehr wenigen, aber doch immer auch sehr schönen und wichtigen Tore. Hier sehen wir es nochmal. Correa auf Ingwertsen. Wieder legt er auf den Torschützen. Und dann hat wieder Jahrstein nichts zu halten. Da zieht er voll ab. Und somit steht es hier 2:0. Wir freuen uns erstmal. Tolles Spiel bisher. Sehr effektiv. Und auch Christiansen zeigt, dass man auf ihn zählen kann und dass er durchaus auch torgefährlich sein kann. Ingwertsen. Bauer. Horta. Ah, wieder ein eigentlich gut gedachtes Zuspiel von Ingwertsen. Christiansen, den Torschützen. Horta. Das war zu steil gespielt. Kein Rankommen in dieser Szene. Wieder Stocker. Und hat Lars wieder Platz. Und Cucurella ist da. Schafft es wieder zu stören. Oh, faul. Wird Vorteil gegeben, weil die Berliner im Ballbesitz bleiben. Und jetzt hat Werner die Situation unter Kontrolle. Christiansen. Huse auf Correa. Und das wird Ecke geben. Vielleicht gibt es sogar jetzt noch die gelbe Karte. Ja, gibt es in der Tat. Nicht gut an den Augen vom Schiedsrichter das Zweikampfverhalten von Cucurella. Jetzt Ecke. Und kein Problem für Jahrstein. Also zwei gelbe Karten gibt es dann doch schon in dieser Hälfte für Werder. Wow, der Pass kommt sogar genau auf den Fuß von Selke. Geniale Annahme, genialer Abschlag. Selke, oh, guter Hackentrick. Und Correa. Horta. Ah, zu eng gespielt. Wieder Blas. Stocker. Und Augustinsson hat aufgepasst. Horta. Horta. Zieht ab, aber das war dann doch mehr ein Schüsschen. So, wir sind schon 7 Minuten über der Abspielzeit gewesen. Das ist ja Wahnsinn. Warum hat er denn so viel nachspielen lassen? Aber egal, es geht mit einer wirklich guten Leistung, geht's in die zweite Hälfte. Ich überlege, ob ich jetzt gerade schon wechsle, weil Eggestein jetzt verwarnt ist und noch Cucurella. Ich denke einfach mal, wir werden es auch jetzt mal so tun. Wir bringen mal Gondor, Juno, Neves können wir bringen. So, Neves ist drin, ansonsten alles soweit in Ordnung. Abseitsfalle, hoher Druck. Zweite Hälfte läuft. Und... Oh, Lattenschuss von Ingwertsen. Was für ein fulminanter Auftakt hier in der zweiten Hälfte. Lattentreffer. Säcke. Darida, haben wir auch noch nichts von gesehen. Und jetzt vielleicht Ingwertsen. Nein, scheitert an Jahrstein. Heute also mehr der Vorbereiter. Schon 2 Tore aufgelegt, aber seine Chance bisher nicht genutzt. Und André Horta schafft es hier, den Aufbau erstmal zu stören. Aber gibt einen Wurf. Stocker. Auf Eder. So, jetzt vorsichtig. Torwart.
Pavlenka macht das ja super. Oh, Ballverlust. Schön. Jetzt muss da was Zählbares bei rumkommen. Was war das denn? Da waren gleich vier Angreifer in der Mitte und dann kommt da so eine Gümmelflanke bei rum. Da war absolut mehr drin gewesen. Das haben wir nicht gut gespielt. Eder. Selke. Blas. Kommt auch zur Flanke. Oh, hängen geblieben bei Danilo. Correa erkämpft sich den Ball, aber Danilo auch wieder im Prinzip. Schöne Rausgabe auf. Selke gibt Einwurf für Hertha. So, Eder geht. Nee, sogar Einwurf für Werder. Das ist ja Wahnsinn. Das war kein guter Ball. Es war der neue Mann. Gorella. Schön. Jetzt Correa, vielleicht mit einer tollen Flanke in die Mitte. Gibt Ecke. So, wir werden nochmal wechseln. Correa ist ein bisschen platt. Dafür kommt Sarenren Basé. Und auch unser Goalie, besser gesagt unser Goalgetter Ingwarzen geht raus. Dafür kommt Maxi Eggestein rein. Der von den Skillpunkten auf jeden Fall schon mal besser ist. Ingwarzen 74, Eggesteine 75. So, jetzt. Wieder guter Kopfball, ich glaube von Christiansen. Aber kein Problem für Jagdstein. So, gute 25 Minuten sind hier noch zu spielen. Bisher sehe ich keinen Grund für längere Nachspielzeiten. Danilo. Oben ist Basé. Da ist er. Porta. Basé! Und jetzt vielleicht nochmal. Eggestein. Ah, was war das denn? Oh, Ballverlust von Cucurella gegen Selke. Aber Cucurella holt sich den Ball gleich wieder. Flanke. Neves. Verliert hier den Ball. Aber Christiansen hat aufgepasst. Und jetzt. Oh, Basé mit der Riesenchance. Da muss er aber auch nochmal Full Speed geben, um überhaupt ranzukommen. Und dann geht der Ball dann doch leicht drüber. Also es hätte ja auch schon 13-0 stehen können. Also wir sind auf jeden Fall in diesem Spiel die dominante Mannschaft. Basé. Oh, wieder Jahrstein hält hier die Mannschaft auf jeden Fall vor einem größeren Rückstand zurück. Duda. Selke. Esswein. Spielt sie jetzt viel auf der rechten Seite ab. Oh, das war nicht gut von Bauer. Kappa ist durch. Christiansen. Verliert den Ball. Kann nicht genug klären. Darida nimmt den Ball auf. Selke. Lässt hier gut durch. Oh, jetzt. Alles mit Fernmitteln. Cucurella. Verliert den Ball. Jetzt eine starke Phase von den Herthanern. Ah. Wieder hängen geblieben. Stein versucht hier alles. Kommt aber nicht in den Ball. 81. Minute. Schlussphase läuft also hier im Weserstadion. Und wir merken auf jeden Fall, dass die Herthaner besser geworden sind. Gibt hier Freistoß zu Werder. Horta.
Schön. Und jetzt vielleicht. Komm, da ist noch was drin. Schön. Keins. Christiansen mitten im Schuss, aber wieder kein Problem für Jahrstein. Darida, 87. Minute. Schön wieder aufgelegt auf Keins. Und jetzt. Und wieder scheitert Sarenren Basé in aussichtsreicher Position. Hat also hier sogar das Tor zum 3:0 auf dem Fuß, aber wieder geht der Ball drüber. Abschluss durch Jahrstein. Kruse. Oh. Und Kruse wollte eigentlich nochmal auflegen auf Eggestein. Aber dann landet der Ball dann doch wieder bei ihm selber. Und somit steht es hier dann doch noch in der 91. Spielminute 3:0. Das war keine gute Abwehrsituation hier für die Ertaner. Leichter Ballverlust. Dann will Kruse auflegen. Bekommt den Ball aber dann doch durch diese Abwehraktion wieder vorgespielt. Ich glaube, Stark hat den Ball dann einfach wieder zurück verteidigt. Und dann tja, ist Max Kruse da und dann sagt, okay, dann haue ich ihn halt selber rein. Somit also 3:0 in der 90. schräge 91. Spielminute. Das dürfte es doch auch gewesen sein. Genau in diesem Moment pfeift auch der Schiedsrichter das Spiel ab. Werder gewinnt das Heimspiel gegen Hertha mit 3:0. Ich habe nicht viel zu meckern. Cucurella hat seine Sache wirklich gut gemacht. Hat zwar eine gelbe Karte, aber ansonsten auch Christiansen ins Spiel reingeworfen und macht sogar auch ein Tor. Horta sehr, sehr gut. Ingwarzen heute der Vorbereiter. Und Basé hätte eigentlich hier auch zum, hätte den Akzent setzen können. Ist reingekommen, hat zwei sehr große Torchancen. Dann leider nicht genutzt. Aber was soll's. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir haben ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert gegen die Hertha. Und mit 3:0 auch verdient gewonnen. Wir festigen also unsere Spitzenposition. Und für die Hertha geht's dann woanders weiter auf Punktejagd. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.